Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute in unserer Zoo-Folge beginnen wir mit den ersten Gehege. Einige Folgen angeguckt bei den Simpsons und da bin ich immer wieder auf den Schluss gekommen, dass wir beim Eingang vorne ein Affengehege haben. Das werden wir heute auch bauen. Nur in Minecraft haben wir halt immer das Problem, dass wir Affen nicht gerade zur Verfügung haben. Von daher bin ich einfach mal rüber gezwitscht, um ein bisschen zu spinnen. Ich wollte erst Villager nehmen, aber ich dachte mir, hey Villager, können wir das nicht antun? Ich war schon so ein bisschen frech und habe hier noch andere Gehege gebaut. Zum Beispiel solchen einfachen viereckigen Gehege, die man halt in den Boden setzt. Die kennt man ja in Minecraft, die bauen ja so gut wie jeder. Und da kommen wir natürlich auch nicht drum rum. Ich habe mir das jetzt aber nicht einfach so ausgedacht. Ich bin wieder, habe mich bei den Simpsons orientiert, denn Homer war auch mit seinen Kindern mal in einem Safari-Park und da gab es nur solche Gehege, die waren da massig mit jeder Tierart befüllt. Da habe ich jetzt hier vorne erstmal ein Tigergehege gebaut, wie bei den Simpsons. Das Bild blende ich dir natürlich ein. Ne, ich habe jetzt hier einmal ein Tigergehege gebaut, so wie es in der Folge auch zu sehen war, hier mit ein kleines Wasserloch. Und auf der anderen Seite habe ich mir ein paar Geparde gemacht. Das sind einfach normale Ocelots, ne, damit wir hier die zwei Arten so ein bisschen mal haben. Normale Katzen, ne, die wir jetzt als Tiger tarnen. Und dann hier noch ein paar Geparde als Ocelots. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann auch später mit Papageien machen und so. Da gibt es ja auch verschiedene Arten. Aber ich denke mal, wir machen ein großes Vogelhäuschen und da hauen wir dann alle Tierarten rein. Ja, ansonsten legen wir los, hier unser Affengehege zu bauen. Einmal die Kiste ran hier. Und für den Start holen wir uns einfach mal Bruchsteinblöcke raus, denn bemoosten Bruchstein, dann holen wir uns grauen Beton raus, Bruchsteinmauer, ein paar Eisengitter, dann einfach mal gelbe Keramik, Steinstufen und ein Schild brauchen wir. Wenn wir dann alles haben, legen wir los, würde ich sagen, erstmal mit dem Bruchstein. Dabei ziehen wir uns erstmal den Umriss für unser Gehege schon mal, ist, würde ich sagen, fast ein Viereck. Da ziehen wir uns erstmal eine Gerade hin von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Blöcke erstmal hier gerade lang gezogen. Dann machen wir an den Seiten einen Zweier. Wir können das immer synchron gerne mitmachen auf der anderen Seite. Noch ein Zweier. Dann geht es so zwei zur Ecke so nach vorne, dass wir hier unsere Ecken haben. Auf der anderen Seite mache ich es auch nochmal. Wenn man sieht, weiß man es mal am besten. So, und wenn wir das haben, machen wir jetzt hier einfach so auf der anderen Seite denn hier auch wieder so eine 9er Fläche vorne hin bei unserem Zweier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Und wenn wir das hier uns so lang gezogen haben, können wir hier wieder so eine Doppel-Zweier-Ecke uns einmal hier platzieren. Auf der anderen Seite können wir es immer gerne nachziehen. Und dann haben wir unseren vorgefertigten Kreis hier für unser Gehege schon mal. Jetzt können wir erstmal unseren grauen Beton nehmen und den inneren Kreis für unser eigentliches Gehege ziehen. Wir beginnen hier einfach auf der Seite. Wir hatten ja hier eine 9er Fläche. Da füllen wir eigentlich auch relativ schnell die Mitte. Von der Mitte aus gehen wir dann einfach mal hier so nach oben und ziehen uns ja erstmal so einen Dreier hin. An den Seiten machen wir jeweils dann einen Zweier hin. Davon dann einen so schräg und dann wieder so ein Zweier nach oben gerade, damit wir uns hier so einen kleinen Kreis ziehen können. Nach dem Zweier machen wir da an der Seite wieder so einen Dreier hin. Oh, wir machen es mal immer synchron, mal mit hier auf der anderen Seite. Dann kommt hier wieder die Ecke, ne, mit einem Zweier, einer und einem Zweier und hier oben wieder ein Dreier. So, wieder Zweier, einer und Zweier und fertig ist unser Kreis. Wir füllen ihn im Nachhinein erstmal aus. Jetzt heißt es erstmal die Gitterstäbe ziehen. Da machen wir jetzt eigentlich immer so ein Wechselspiel. Wir fangen hier vorne einfach bei unserem Dreier an. An den Seiten mache ich jetzt erstmal hier eine Mauer hin. Man könnte auch immer jetzt erstmal einen Block freilassen und dann immer hier wieder sich so eine Mauer platzieren. Halt immer einen Block dann wieder dazwischen freilassen. Wenn man dann überall die Mauern platziert hat, machen wir dazwischen dann einfach Eisengitter. Haben wir denn die Eisengitter auch dazwischen platziert, können wir das Ganze auf eine Höhe von 5 Blöcke insgesamt machen. Also müssen wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Dinger drauf platzieren, insgesamt halt 5. Haben wir denn unsere Eisengitter oder unsere Streben an sich hier erstmal so auf 5 hochgezogen, können wir darauf jetzt schon anfangen, unser Dach zu platzieren. Dabei nehmen wir unsere gelbe Keramik einmal zur Hand und ziehen jetzt erstmal auf unseren Eisengitterstäben, genauso eigentlich wie wir unten das Format haben. Haben wir darauf denn das gleiche Format gezogen, wie wir unten den grauen Beton uns gesetzt haben, können wir darauf jetzt eine weitere Ebene setzen. Haben wir darauf denn die Fläche einmal zugezogen, geht es jetzt mit der nächsten Schicht weiter. Wir fangen jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, hier an diesen Ecken an, wo wir immer auf jeder Seite hier so zwei haben.
Da machen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, jetzt mal hier so einen kleinen Zweier hin, sodass wir dann hier uns auf der Seite so eine Fünferreihe an sich ziehen können. Das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Und bei dieser Fünferreihe können wir immer die Mitte hier auch uns einmal markieren. Das machen wir auf jeder Seite. Und wenn wir das dann getan haben, können wir oben hier die Mitte noch zuziehen. Dann wären wir auch schon mit unserem Dach für unser Affenkäfig hier schon mal fertig. Jetzt können wir eigentlich mal hier reinfliegen. Wir passen hier auch immer gut durch die Gitterstäbe durch. Wir haben nicht zu viel gegessen, passen immer noch rein. Jetzt schnippen wir uns einmal unsere Steinstufen. Und die habe ich mir gedacht, platzieren wir hier einfach an den Seiten hin. Lassen halt einmal unser Dach so ein bisschen zur Hälfte überstehen, ne? Wenn wir uns denn hier diese Decke reingezogen haben, haben wir nur noch das Schild, was übrig ist. Dabei ging hier einmal draußen hin. Denn bei den Simpsons war eigentlich hier vor dem Käfig, in der Folge sah man das, stand hier auf dem Schild Monkey House. Da können wir dann Spinnenhaus raufschreiben oder was uns noch so dazu einfallen sollte, wie wir uns das hier Ganze nennen sollen. Oder halt, was du in diesen Käfig halt reinfüllst für dein Zoo, ne? Dann schreibst du hier rauf, denn was da auch drin ist. Ansonsten, wir haben ja noch den bewussten Bruchstein. Den können wir jetzt benutzen, um hier vorne unsere Mauer, also zur Trennung zum Käfig, noch ein bisschen hier durcheinander zu bauen. So sag ich mal, der steht ja schon eine Weile hier oder die Mauer steht schon eine Weile hier. Die hat schon ein bisschen Moos angefressen. Ja, ansonsten können wir das Blockmaterial auch erstmal wieder wegtun und holen uns hier die nächste Reihe mal raus. Ich habe mir erstmal gedacht, wir machen draußen erstmal weiter. Das wage ich mal hier zur Trennung von unserer kleinen Mauer und so. Da holen wir uns ein bisschen Grünzeug raus. Ich nehme jetzt einfach ein paar Fichtennadeln. Ich finde die eigentlich relativ passend dazu. Kannst auch gerne andere nehmen. Und dann halt ein bisschen Gras, ein paar Blümchen oder sonstige Sachen, die wir dann dazwischen erstmal füllen. So, erstmal füllen wir hier alles einmal aus mit unseren Fichtennadeln. Wenn wir das dann einmal unten hier ausgefüllt haben mit unseren Fichtennadeln, fliegen wir auf die andere Seite. Hier habe ich mir jetzt schon die Freiheit genommen, das Ganze schon ein bisschen so fertig zu ziehen. So sollten wir das Ganze jetzt ein bisschen gestalten, so durcheinander das Ganze da ein bisschen reinplatzieren. Vielleicht auch ein paar Fichtennadeln nach oben platzieren, damit das hier ein bisschen zugewuchert aussieht. Also einfach ein paar Grasbüsche hier nehmen, das Ganze immer so ein bisschen verteilen. Wenn man das dann gemacht hat, nimmt man dann was anderes. Zum Beispiel jetzt hier Pfingstrosen. Die platziere ich mir jetzt hier auch noch so ein bisschen mal dazwischen. Und wenn wir meinen, das passt mir noch nicht so ganz, dann tausche ich vielleicht hier etwas ein bisschen mal aus. So wie ich finde, dass das dann am besten passt, ohne sich dann hier wieder alles kaputt zu hauen. So, und dann gestaltet man sich das hier vorne noch so ein bisschen. Wenn wir das dann draußen so ein bisschen mit Grünzeug gestaltet haben, gehen wir nochmal an die Kiste ran und holen uns den Rest einmal raus. Denn wir haben unser Gehege ja noch innen drin gar nicht gestaltet. Das wollen wir jetzt machen. Dabei holen wir uns dann einfach mal braune Keramik raus, dann ein bisschen normalen Stein. Dann denke ich mir einen Fichtenzaun davon, dann das Zauntor und dann schwarzeichen Falltüren nehme ich einfach mal. Und dann einfach natürlich noch unsere Spinnen, die ich mir reinplatzieren werde. Ja, wenn wir das dann auch alles zusammen haben, würde ich sagen, nehmen wir los. Fliegen hier einfach wieder in unseren Käfig rein und können einfach mal hier den Boden mit grauer Keramik oder brauner Keramik hier einfach mal ausfüllen. Ja, wenn wir unseren Boden denn damit ausgefüllt haben, nehme ich jetzt ein bisschen Stein und gestalte mir das Ganze. Hier kannst du es dir auch jeweils immer anpassen für deine Tierart, die du hier dann hier reinsetzt, kannst du mal so ein bisschen anpassen. Ich denke mal bei Stein, ich denke mir jetzt hier bei unseren Spinnen, werde ich einfach mal hier so ein bisschen was mit formen mit den Steinen. Ja, und wenn man sich dann damit ein bisschen beschäftigt hat, das Ganze sich hier einzurichten, sollte es am Ende so aussehen. Ja, ich habe erst angefangen, mir so einen kleinen Steinhaufen zu machen, wie bei den Simpsons in der Folge, wo auch manchmal so ein Affengehege gezeigt. Ich habe dann gedacht, spanne ich mir hier so ein paar Seile oder so, wo sie dann drauf rumklettern können. Man sieht ja, die Spinnen, die klettern ja auch drauf rum. Vielleicht so eine kleine Affenschaukel hier, ne? Da könnte man ja so einen Reifen oder sich vorstellen, den man dann hier einfach so mal festgebunden hat, ne? Damit man den benutzen könnte. Ja, ansonsten, so einen kleinen Kletterbaumstamm hier, ne, halt ein paar Seile gespannt, damit sie ja alle halt ein bisschen klettern können. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gedacht und mir hier mit ein paar Kesseln und Wasser halt so, damit sie ja auch ein bisschen was zu trinken haben, ne, oder kannst auch Essen reinführen, ne, damit sie halt hier was haben. Naja, und weil wir ja so eine kleine Anspielung in so einem Affengehege haben, dachte ich mir, mache ich mir hier noch so ein paar braune Steine hin. Wer weiß, was das ist, aber jedenfalls, ne, sollte man halt wirklich Abstand bewahren, nicht, dass man damit denn beworfen wird. Ja gut, dann sind wir mit unserem Affengehege fertig oder wie ich es jetzt hier einfach mal nenne, das Spinnenhaus, ne, für unsere Spinnen halt. Also den Abstand sollte man auch bewahren, denn ihr wisst ja, es gibt hier Gefahren. So, ich überlege dann, wie ich hier weiter baue. Auf der Seite werde ich dann das nächste bauen. Ich denke mal, das wird so, ich weiß noch nicht genau, wie ich das nennen soll, aber da gucke ich mal. Ja, ansonsten, was ist das Ganze hier? Ich stelle mich vor unserem Spinnenhaus oder Affenhaus, wie man es immer gerne nennen möchte, jetzt einfach mal Safety hin. Hören uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht bei unserem Zoo. Also haust rein und tschüss. Reich der wilden Tiere, frei geboren, dann in Käfige gesteckt. Ach, so eine Fallade, die liegen da nur faul herum. Tut mal was! Ah, die sind nicht da, um uns zu unterhalten.
Ich habe sogar Theatervorstellungen gesehen, die interessanter waren als die hier. Ich schwör's euch, da war der Bär los.